Materie, der Stoff, aus dem die Welt besteht. Materie ist im Universum entstanden. Doch wie ist sie entstanden und was sind ihre Eigenschaften? Die Beschleunigeranlage FAIR in Darmstadt. Hier wollen Wissenschaftler die Geheimnisse über Aufbau und Entwicklung des Universums lüften. Materie ist in großen Planeten, Sternen oder Sternexplosionen extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder Dichten ausgesetzt. Und FAIR kann diese Extreme herstellen. FAIR ist das Universum im Labor. We have a number of scientific discoveries which already are sure to be made here, but I know from experience that whenever you provide scientists with such a big jump in the capabilities of a scientific instrument, what you get are surprises. We know that there's going to be discoveries, they are planned, there are measurements that we know will produce results, but it's the surprises I am after. FAIR ist weltweit einzigartig. Die Anlage besteht aus einem Ringbeschleuniger mit 1100 Metern Umfang und einem komplexen System aus Speicherringen und Experimenten. Sie wird Strahlen von Ionen und Antiprotonen mit höchster Qualität und Intensität liefern. These are unique opportunities worldwide, and this is why researchers from all over the world, already 53 countries, are seeing this as their laboratory of choice for their research in the coming years. Um das Universum ins Labor zu holen, haben sich die Forscher in 4 Experimentkollaborationen organisiert. Sie wollen Fragen beantworten wie: Wie entstehen schwere chemische Elemente in Sternen und Sternexplosionen? In welcher Form liegt die Materie in Neutronensternen vor, den extrem kompakten Überbleibseln von Supernova-Explosionen? Wie kann Antimaterie uns helfen, die Masse von Materie und die starke Kraft zu verstehen? Welche fundamentalen Symmetrien bestimmen unser Universum? Welche Eigenschaften haben dichte Plasmen, wie sie im Inneren von großen Planeten auftreten? Wie können wir mit Teilchen Krankheiten heilen? Und wie können wir Astronauten vor kosmischer Strahlung schützen? Können wir mit Ionenstrahlen gezielt Materialeigenschaften verändern? Für ihre Forschung haben die Kollaboration neueste Messmethoden und Techniken entwickelt. Mit Detektoren, die zum Teil hoch wie ein Haus sind, messen sie die Teilchenkollisionen, die der Beschleuniger erzeugt. Bei den Experimenten fallen riesige Datenmengen an. Um sie zu speichern und auszuwerten, steht das neueste Höchstleistungsrechenzentrum Green IT Cube zur Verfügung, eines der energieeffizientesten Rechenzentren der Welt. Die Computerschränke werden mit Wasser gekühlt, ein eigens patentiertes System und nur ein Beispiel für die Vielzahl an Innovationen aus der Grundlagenforschung. FAIR wird die Vakuumtechnik, die Magnettechnik und die Supraleitung voranbringen. Die FAIR-Anlage entsteht am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung, einer weltweit renommierten Forschungseinrichtung mit über 40 Jahren Erfahrung in Bau und Betrieb von Beschleunigern. Hier wurden unter anderem 6 neue chemische Elemente entdeckt und eine Tumortherapie mit schweren Ionen entwickelt. FAIR wird in internationaler Zusammenarbeit von 9 Teilhabern gebaut. Deutschland leistet dabei den größten Beitrag. Über 3000 Wissenschaftler aus der ganzen Welt werden hier forschen und bereiten schon heute die Experimente der Zukunft vor. One of the greatest things of this laboratory is that it is a unique opportunity for learning. So we have people coming from all over the world, from South Africa to Japan, here to learn not only science, but all sorts of different advanced technologies. And for us, this is a fundamental function of our laboratory, that we provide training and opportunities for growth to young people in science and in engineering, and that this then goes back to society at large. And it's our contribution to the future of the world.